Hallo Leute, hier ist wieder der Gartalk. Willkommen zurück zu Let's Play Stanley Parable. Dieses Mal, ich habe einfach mal die Facecam eingeschaltet, weil nach diesem letzten Fuck-up, den ich da hatte, habe ich mir überlegt, also ich habe nur so da gesessen. Und entsprechend denke ich, dass das Spiel nicht ähnlich weitermachen wird. Mal sehen. Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Just a matter of time. Ich frage mich, was es immer mit dem Fahren auf sich hat. Entschuldigung, ich bin es eigentlich gewohnt, dass die Kamera da steht und nicht da. Deshalb, wenn ich manchmal so rüber gucke und dann einfach nur es aussieht, als würde ich mit Pikachu reden. Mein Fehler. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Machen wir. Wir haben ja da noch zwei Wege oder sowas gehabt. Insofern. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Hier? Girl values shift global market part, okay. Monetarize free to play. Sehr gut. Das können wir. Und coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Gehen wir zum Boss. Den hauen wir um. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Ich find's gut, ich find's einfach nur klasse. Vielleicht sollte ich mein Mikro. Du bist einfach soothed and rejuvenated. Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Ich weiß, das ist jetzt unglaublich professionell, aber dann hab ich besser mit reden und ich glaube, das ist gut so. Das so professionell, also ich bin schon professionell und so. Gut, gehen wir weiter. Gut. Hier hinten eigentlich was Altes hier dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Und. Ich fand das aber gut, aber wie das Spiel auch wirklich darauf reagiert, was ich tue, das finde ich echt cool. Ist cool gemacht. Ist zwar alles geskriptet, aber hey, scheiß drauf. Who needs gameplay? I don't. I like it. I like it either. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Oh. Probieren wir es aus, würde ich sagen. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Yeah, I had. Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. I try it. Sorry, player. I try it. See ya.
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich bin tot. Zumindest wurde es angedeutet. I'm not dead. I'm still alive. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. I'm not dead. Hello, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ich bin nicht tot. Was ist passiert? The Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Stanley's computer, sind wir die Credits? Office Layout. Cool. Aha. The two doors. Aha. Corridor. Gut. Office Computers. Die Credits. Also wir haben irgendwie das Ende erreicht. 1 von 100 oder so. Keine Ahnung, wie viel es gibt. Oh, da sind 431 und 436. Main Trains Room. Okay. Hm? Warzone? Was zum Fick? When designed and ending where Stanley could end up in the battlefield fighting aliens. The action game would become sentenced the wood walk rage against the narrator. We realized shortly after starting the build that it was too far jokey and on the nose of one of the games. Plus some people interrupted making fun of people who like shooters. Should not. Sehr gut. Sehr, sehr geil. HD-Remix. Das Problem ist, wenn ich hier jetzt weiter rumlaufe, sehe ich wahrscheinlich irgendwas, was... Control Room, I really don't... Das Problem ist halt, wenn ich hier weiter rumlaufe, werde ich wahrscheinlich gespoilert, aber es ist beim Spiel sowieso ein Fuck-up. One Option, Two Option, ja. Okay. Also ich bin von dem Spiel geflasht, das muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Leather? Trails. We run for major teaser trailers become cursed. Ihr könnt ihr jetzt selber lesen. Ganz ehrlich. Trailer gucken.
Hier wieder. Okay. Ich gehe davon aus, dass dieser Credits-Raum am meisten Entwicklungszeit gekostet hat. Hier geht's weiter. Game Design Mockup. Hey, mein Büro. Hey, schon wieder mein Büro. Stanley's Office. From the left to right. Evolution of Stanley Office. First created November. Blah. Okay, ach so. So sah es am Anfang aus. Dann kam das hier und dann habe ich das hier bekommen. Okay, ich hatte 3 Büros. Dort. Gut, dann würde ich sagen, wir restarten einfach. Hier, begin the game again. Und mal sehen, welche Wege es noch gibt für uns zu entdecken. Ich würde aber sagen, weil ich Hunger habe. Mein Name ist Gorthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Gott, hatte ich Spaß. Das Spiel ist super für das, dass man eigentlich nur rumläuft und sich ducken kann und wieder den Knopf drücken kann. Bis dahin und ciao, ciao.